Zu dieser Kapelle wird Papst Franziskus am 4. Oktober 2013 kommen, um hier zu beten. Sie heißt Porziuncola Santa Maria degli Angeli, die Heilige Maria von den Engeln. Sie steht in der Nähe der italienischen Stadt Assisi. Hier hat sich der heilige Franziskus von Assisi am liebsten aufgehalten. Und ich denke, wenn Papst Franziskus hierher kommt, dann wird er sich auch daran erinnern, was Franziskus von Assisi hier erlebt hat. Ich denke daran, wie Franziskus hier mal in seinen frühen Jahren bei einer heiligen Messe mitgefeiert hat. Da hat ihm ein Benediktinermönch die Lesung gelesen mit den Worten Jesu: Geht, verkündet, das Himmelreich ist nahe. Nehmt kein Geld und keine Vorratstaschen mit. Und Franziskus rief: Das ist es, was ich will. Er machte sich auf den Weg mit einer einfachen Kleidung, ohne Geld, und sagte zu den Leuten: Gott ist euch nahe. Ändert euer Leben. Glaubt an Jesus. Mich beeindruckt, wie Franziskus sich hat treffen lassen von den Worten Jesu. Er wollte das leben, was Jesus gesagt hat. Und gerade so wurde er zu einem Promotor des Friedens. Ich wünsche mir und uns allen, dass wir uns bewegen lassen von den Worten Jesu. Dann werden auch wir mehr Frieden in diese Welt bringen.